Aus diesem Holzwürfel soll mal ein runder Drehknopf werden. Unmöglich? Nicht für Julia Müller. Sie wird Drechslerin. Die stellen Treppengeländer, Schalen, Dosen und Notenständer her. Ein paar Tage vorher in der Drechslerei Weiß in Sontheim an der Brenz. Dort macht Julia Müller ihre Ausbildung. Gemeinsam mit Gesellin Julia Kleiber ist sie auf der Suche nach dem perfekten Holz. Die Produktion von Notenständern steht an, in einer Kleinserie. Zahllose verschiedene Modelle hat die Drechslerei im Angebot. Schauen wir mal, was das Brett unten aussieht. Das nehmen wir, das ist schon offen. Das Brett kommt auf die große Säge. In der Werkstatt stehen viele laute Maschinen. Drechsler tragen während ihrer Arbeit häufig Gehörschutz. Julia sägt das Brett in gleichmäßig große Stücke. Ablängen nennt der Fachmann das. Holz ist der wichtigste Werkstoff für Drechsler. Sie kennen alle seine Eigenschaften. Das ist A und O. Die Feuchtigkeit muss passen und dann rissfrei muss es sein, astfrei. Das muss heutzutage aussehen wie Plastik. Die Leute wollen kein Ast, nix. Und wenn man es leimen muss, dann muss es einfach trocken sein. Bevor die beiden mit dem eigentlichen Drehen beginnen können, müssen sie das Holz vorbereiten. Sie sägen, hobeln und bohren. Schließlich leimt Julia Müller die Einzelteile zusammen. Das hier wird mal das Notenpult des Ständers. Julia ist im dritten, dem letzten Lehrjahr. Wie viele Drechsler hat sie den Hauptschulabschluss. Die Drechslerei ist ein Nischenberuf. Die Betriebe bilden meist nur für den eigenen Bedarf aus. Das Handwerk ist kaum bekannt. Gute Bewerber werden aber immer gesucht. Wenn ich zu meinen Freunden mal sage, ja, ich lerne Drechsler, dann fragen sie schon, was macht man da? Und ich antworte dann immer, ja, aus eckigem Holz rundes Holz machen. Wie das geht, das lernt Julia an der staatlichen Berufsschule in Bad Kissingen. Alle Drechsler aus den westdeutschen Bundesländern kommen hierher, 9 Wochen im Jahr. An der Schule lernen die Azubis die Grundlagen des Berufs. Vom Skizzieren über einfache Profilübungen, das Drehen leichter Formen bis hin zu anspruchsvollen Teilen. Wie bei den meisten Handwerksberufen gilt auch bei den Drechslern, reich werden die Lehrlinge während ihrer Ausbildung nicht. Weitere Infos dazu und noch viel mehr gibt's im Internet unter ichmachs.com. Wenn die Späne fliegen, ist Ausbilder Wolfgang Miller in seinem Element. Er ist Drechsler aus Leidenschaft. Sie haben jeden Tag neue Herausforderungen. Die Vielzahl der Produktpalette ist faszinierend. Die gestalterischen Aufgaben, die fesseln einen, die können einen überhaupt nicht mehr loslassen. Und dann das Austüfteln, wie kann man es umsetzen, das begeistert einen. Die Ausbildungsinhalte, die Eigenschaften von Holz, Produkte entwerfen, Maschinen und Werkzeuge einrichten, Holz und andere Werkstoffe bearbeiten. Edle Produkte aus Holz. Das ist die Welt von Wolfgang Miller. Die entstehen in seiner Werkstatt in Marsbach bei Bad Kissingen. Seit 250 Jahren wird die Drechslerkunst in seiner Familie von Generation zu Generation weitergegeben. Gerade ist ein Kunde bei ihm, der sucht eine ganz besondere Dose. Wolfgang Miller berät ihn, welcher Stil passt, welches Material eignet sich. Er macht eine Skizze. Drechsler sind auch Künstler. Sie brauchen ein gutes Auge für die Natur und ein Gespür für Formen. So soll die Dose aussehen. Der Kunde ist zufrieden. Wolfgang Miller macht sich an die praktische Umsetzung des Entwurfs. An einen Würfel aus Mooreiche hat er Hilfsecken angeleimt. Nun kann er den schwarzen Quader an der Bandsäge in der gewünschten Form aufschneiden. Deckel und Unterteil der Dose sind schon zu erkennen. Man braucht eine große Beziehung zum Holz. Man muss sich in das Material hineindenken können. Es fasziniert einen. Jedes Material ist anders. Es hat einen anderen Geruch, es hat andere Härten, es hat andere Eigenschaften, es hat andere Farben. Auf das Unterteil klebt Wolfgang Miller einen Streifen aus Amarantholz. Das ergibt später mal eine feine lila Linie. Das Ganze wird zum Trocknen eingespannt. Fest eingespannt. Dann geht's an die Drehbank. Mit den typischen Werkzeugen Röhre und Meißel in den verschiedensten Größen.
Das Unterteil der Dose ist getrocknet. Wolfgang Miller hat die Hilfsecken entfernt und spannt das grobe Holzstück ein, nur an einer Seite, denn es wird fliegend gedreht. Dabei dreht er das Holz von vorne aus. Während des Drehens misst er immer wieder nach. Er muss genau arbeiten. Kleinste Abweichungen können das ganze Stück ruinieren. Noch ein Millimeter. Als nächstes ist der Einsatz für die Dose dran. Der soll rund werden. Er wird von beiden Seiten eingespannt und zunächst außen gedreht. So lange, bis er genau ins Unterteil passt. So geht's immer weiter. Einige Stunden ist Wolfgang Miller mit seiner Dose beschäftigt. Geschafft! Auch der Deckel ist fertig. Die Dose bekommt den Feinschliff mit Leinöl. Man freut sich schon, wenn die Arbeit am Schluss gelungen ist und fertig ist und sauber geworden ist. Man ist schon stolz drauf, ja. Stolz auf ein besonderes Stück Drechslerkunst. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Geschick und Genauigkeit, technisches Verständnis, Kenntnisse in Mathematik, Kreativität und Gespür für Ästhetik. Zurück in der Drechslerei Weiß. Julia Kleiber und Julia Müller bearbeiten mittlerweile die Einzelteile ihres Notenständers. Die Drehknöpfe zum Verstellen des Puls sind schon fertig. Nun dreht Julia Müller Gewindestangen. Also eher geschicklich braucht man, weil wenn man das Geschick hat, braucht man weniger Kraft. Sehr viel Kraft braucht man draußen im Holzplatz, die Bretter, die Bohlen zum Tragen. Julia Kleiber widmet sich in der Zwischenzeit dem geleimten Pult. Drechsler sind viel auf den Beinen. Sie müssen immer konzentriert arbeiten. An den laufenden Maschinen kann leicht etwas passieren. Die Fräse bringt den Rand des Pults in Form. Auf den Millimeter genau. Drechslereien stellen nicht nur Produkte aus Holz her. Sie machen auch Zulieferteile aus Kunststoff und Filz für andere Branchen. Das Geschäft lohnt sich nur durch den Einsatz computergesteuerter Maschinen. In der Lehre muss man zuerst das Handwerk und die gestalterische Sache lernen. Und dann ist dann gleich danach das Wichtigste, dass man die Technik beherrscht. Julia stellt die CNC-Maschine für die Bearbeitung des Schafts ein und lädt die Daten. Die Maschine legt los. Im Grunde wie ein Drechsler. Bei ihr ist jedes Werkstück absolut identisch. Und es geht deutlich schneller. Zahllose Schäfte entstehen. Für Julia bedeutet das immer die gleichen Handgriffe. Das Feinschleifen ist dann wieder ihre Aufgabe. Die Maschine kann eben nicht alles. Die negativen Seiten: Maschinenlärm, Holzstaub und Klebstoffgeruch, Arbeiten im Stehen, monotone Tätigkeiten. Die Ostsee bei Rostock. Sie reicht von Dänemark bis Russland und beherbergt einen ganz besonderen Schatz. Nein, nicht den. Diesen hier. Bernstein, das Gold der Ostsee. Vor Millionen Jahren aus dem Harz von Bäumen entstanden, liegt er in den Tiefen des Meeres. Einzelne Stücke werden immer wieder an die Küsten gespült. Ein begehrtes Material für kleine Kunstwerke, hergestellt von Drechslern, wie Henning Schröder in Riebnitz-Dammgarten bei Rostock. Henning sägt ein großes Stück Bernstein zurecht. Für das benachbarte Bernsteinmuseum soll er eine Schachfigur schnitzen. Eine Dame.
Er zeichnet die Umrisse auf und beginnt mit dem Vorfräsen der groben Konturen. Das Bernsteindrechseln ist eine kleine Nische des Berufs, genau wie das Elfenbeinschnitzen. Es gibt nur wenige Betriebe und kaum Lehrstellen. Henning kam über ein Praktikum dazu. Das Material fand ich schon ganz schön faszinierend. Und ich bin ja auch hier aufgewachsen an der Küste. Und da kannte man das eben auch als Kind, dass man Bernstein schon gesammelt hat am Strand. Oder es war auch irgendwie Tauchen waren nach Bernstein. Und jetzt plötzlich damit arbeiten zu können und die ganze Vielfalt da irgendwie zu entdecken, das fand ich schon spannend. Und dann habe ich auch gedacht, das kann ich auch gleich weitermachen. Henning hat die Meisterprüfung gemacht. Die braucht man zwar nicht mehr, um sich selbstständig zu machen, aber er hat viel gelernt und darf Lehrlinge ausbilden. Eileen Wendt hat bei ihm gelernt. Sie arbeitet an einem Mundstück für eine alte Pfeife. Das Original ist kaputt. Eileen hat ein Gewinde in ein Stück Bernstein gedreht. Perfekt. Der Pfeifenkopf sitzt. Jetzt passt sie noch den Durchmesser an. Im Gegensatz zu Holz wird Bernstein beim Drehen nicht geschnitten, sondern geschabt. Er ist porös und kann leicht brechen. Jetzt noch schleifen und polieren. Fertig. Auch Hennings Schachfigur nimmt langsam Formen an. Nun ist die feine Fräse dran. Die Details entstehen von Hand. Mit dem Stichel arbeitet Henning die Gesichtszüge aus. Er braucht geschickte Finger, jeder Handgriff muss sitzen. Bernstein ist schließlich teuer. Er kostet bis zu 3000 Euro pro Kilo. Man hat bei Bernstein das sowieso, dass man ein Stück zuschneidet und dann sieht man, ach, der hat dann doch eine andere Maserung oder vielleicht einen Riss oder ein Loch an der Stelle, das passiert auch und das muss man dann irgendwie versuchen in den Entwurf mit einzubauen, ne? Dass man das dann irgendwie so abändert, dass es dann trotzdem wieder passt und ansonsten macht man dann schnell was anderes aus dem Stück. Das hat keiner gesehen und dann ist auch gut. Henning bringt seine Dame ins Museum zu den Bauern, die schon auf sie warten. Und zu den anderen Kunstwerken aus dem Gold der Ostsee. Karrieremöglichkeiten. Spezialisierung. Techniker in Holztechnik, Meisterprüfung, Studium der Holztechnik. Julia Müller und Julia Kleiber haben alle Teile ihres Notenständers fertig. Jetzt bauen sie ihn zusammen. Obwohl er ein Serienprodukt ist, ist jeder Ständer doch irgendwie einzigartig. Mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt's im Internet unter ichmachs.com. Nach getaner Arbeit legt Julia Müller Meißel und Röhre aus der Hand. Erster Auftritt für ihren Notenständer.